Schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video. Es gibt ein ganz spontanes Video aus aktuellem Anlass. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Wird YouTube bald einer der weltweit größten Verkaufsplattformen? Denn auf einen Artikel von Bloomberg bezogen, testet YouTube aktuell die Möglichkeit, Shopping-Angebote in die Videos zu integrieren und so eine völlig neue Form der Verkaufsplattform für Shopping-Angebote zu ermöglichen. Noch nicht klar ist, ob das rein für physische Produkte ist, ob auch für digitale Produkte oder Dienstleistungen. Auch das werden wir natürlich heute noch mal kurz thematisieren. Grundsätzlich möchte ich mit euch zu diesem Thema mich austauschen. Ich habe das Video in drei Bereiche untergliedert. Zum einen möchte ich euch allgemeine Informationen geben über den Status quo, was YouTube heute darstellt, welche Reichweiten es hat, wo es einzuordnen ist, auch mit anderen Social Networks beispielsweise und auch natürlich der Blick zu Amazon. Das zweite, ich möchte mit euch darüber sprechen, welche Auswirkungen das für den Onlinehandel haben könnte. Und das dritte ist, was das für uns Unternehmer insgesamt für eine Veränderung bedeuten würde. Ob ja, ob nein, auch das wollen wir besprechen. Zu guter Letzt interessiert mich aber auch eure Meinung. Wie seht ihr das Thema? Glaubt ihr, dass YouTube diesen Schritt gehen wird? Wenn ja, wie wird sich dieses gesamte Thema Shopping, YouTube, Entertainment versus Shopping, wie wird sich das verändern können? Da würde mich auf jeden Fall eure Meinung sehr interessieren. Und bevor wir so richtig loslegen, noch die Bitte, den Kanal doch zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Lasst ein Abo da, betätigt die Glocke, wenn ihr ganz dezent einen Hinweis auf neue Videos hier von uns bekommen wollt. So, fangen wir mit ein paar allgemeinen Informationen ab, damit alle auf einem gemeinsamen Nenner sind. YouTube, das wissen die meisten von euch, ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt neben Google. Und was bedeutet das in Zahlen? Alleine 2 Milliarden aktive Nutzer weltweit hat YouTube monatlich. Und die Tendenz ist eher steigend, da das Thema Bewegtbildkonsum eine immer größere Bedeutung bei uns in der Gesellschaft einnimmt. Nicht nur bei Netflix, eben auch bei YouTube und anderen entsprechenden Medien. Und die Frage, die sich jetzt aufkommt, ist, was erwartet sich YouTube von diesem Schritt, möglicherweise Shopping-Angebote in die Videos zu integrieren? Da muss man mal vielleicht so ein paar Jahre zurückblicken und mal Google als Analogie herziehen. Und zwar auch Google hat ja mit Google Shopping damals ein Angebot gestartet, was zunächst völlig kostenfrei war für die Händler. Man konnte den Produktfeed ins Merchant Center übertragen und so kostenlos entsprechend auf Google Shopping Anzeigen in Anführungszeichen zurückgreifen. Ein wichtiger Kanal damals schon und der Aufschrei war riesengroß, als Google irgendwann mitteilte, das Ganze nur noch kommerziell quasi anbieten zu wollen und das Ganze in Google Ads oder damals war es ja noch Google AdWords zu integrieren. Heute kräht da in Anführungszeichen kein Hahn mehr nach, sondern Google Shopping ist für viele Händler eines der wichtigsten Online-Marketing-Kanäle, weil man dort direkt die Nutzer abholen kann und in den Shop quasi überführen kann. Und Google hat natürlich den Anspruch, beziehungsweise vielleicht sogar auch den Druck, muss man sagen, sich permanent nach neuen Erlösströmen umzuschauen. Das hat Google in verschiedenen Branchen schon gemacht. Google Jobs mit der Jobsuche im Reisebereich, Versicherung und so weiter sind viele noch angedacht und von vielen Branchen, von denen man auch glaubt, dass Google da noch rein will. Und so geht es natürlich YouTube auch. Gerade natürlich in Zeiten der Pandemie rund um Corona fallen hier und da schon mal größere Werbekampagnen flach. Und auch insgesamt der Werbemarkt ist nicht so positiv gestaltet wie beispielsweise der Onlinehandel. Und auch YouTube muss sich ja als eigentlich reine Video- und Erlösplattform, was Videos angeht, schon Gedanken machen, wie man sich auch nochmal querfinanzieren kann, also diversifizieren kann.
Und da könnte eben das Shopping-Thema ein ganz entscheidendes sein und auch sehr gut quasi Google Shopping im Google-Bereich quasi ergänzen. Das mal vielleicht so als Eingliederung. Und die Tatsache, dass vielleicht auch noch, dass man natürlich mit dieser Umsetzung mal eben als einer der weltweit größten Shopping-Plattformen der Welt entsprechend in die Top-Riege mit Amazon, mit einem Alibaba und Co. springen könnte. Und egal in welcher Ausprägung das Angebot und in welcher Form angeboten werden soll, ist es auf jeden Fall eine riesige Chance und ein großes Potenzial für YouTube hier noch mehr Umsatz zu generieren. Es gab vor Jahren, ich hatte ja mal einen Online-Vermarkter, den ich vor gut 10 Jahren verkauft habe, wo wir einer der ersten damals waren, wo das Thema Videowerbung in die Online-Werbung quasi integriert wurde. Es waren die ersten Ansätze, wo namenhafte Hersteller ihre TV-Spots quasi analog online geschaltet haben, abgebildet haben. Und wo auch schon nach einigen Jahren verschiedene Szenarien getestet wurden. Bewegtbild hatte natürlich eine ganz andere Durchdringung, hatte andere Klickraten als reine Bannerwerbung damals. Es ging aber auch damals schon darum, wie man das ganze Thema Bewegtbild noch besser monetarisieren könnte. Und zwar ging es darum, wie man Interaktion in Videos bringt. Also wenn zum Beispiel H&M als einer der Werber damals neue Moden-Testimonials in einem Video gezeigt hat, dann gab es Möglichkeiten zum Beispiel, dass man sich die Produkte anschauen konnte, indem man mit der Maus über den Videospot fahren konnte. Und dann erschienen dann die Kleidungsstücke entsprechend innerhalb des Videos. Man konnte mit der Maus draufklicken und dann wurde man in den Shop weitergeleitet. Das hat sich nicht durchgesetzt, genauso wenig die Tatsache, dass Bewegtbild in Online-Shops, vorzugsweise umgesetzt wird. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen muss man natürlich immer sehen, dass gerade die größeren Shops nicht nur hundert oder tausende von Artikeln in einem Shop haben, sondern hunderttausende und Millionen vielleicht. Und natürlich ist es extrem aufwendig, hier immer wieder eigenständig und unique Videos für aufzunehmen. Da steht Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis. Das mal so als grobe Eingrenzung. Und Google als zweitgrößte Suchmaschine der Welt hat natürlich ein extremes Potenzial, gilt ja als Social Network. Und wenn ich das nochmal zum Schluss betrachte, dass ja auch Facebook mit Facebook Shops oder aber auch Instagram Shops, Pinterest hat entsprechend Möglichkeiten geschaffen, um Abverkauf über diese Kanäle zu generieren. Also die Social Networks rüsten hier auf, haben mittlerweile auch eine Reichweite, wo man durchaus als Amazon, Alibaba und Co. schon mal links und rechts schauen sollte, wie sich dieses Thema entwickelt. Social Commerce war nie ein Hauptfaktor, aber die Entwicklung geht dahin und wenn YouTube jetzt als einer der ersten reinen Videoplattformen diesen Schritt nochmal gehen würde und hier nochmal ganz andere Möglichkeiten sich böten für entsprechende Creator, Werbetreibende, also Bewegtbild mit all seinen Vorteilen, Emotionen, das Visuelle in Kombination mit Abverkauf zu generieren, also das, was auch dem klassischen Onlinehandel vorgeworfen wird, keine Atmosphäre zu schaffen, kein Verkaufserlebnis zu schaffen. Das könnte man zumindest in Bewegtbild in irgendeiner Art und Weise unterbringen. Also durchaus eine Basis, die zumindest den Gedanken erlauben sollte, dass YouTube hier ein ernstzunehmender Player werden könnte. Was bedeutet das für den Onlinehandel? Ja, für den Onlinehandel bedeutet es eigentlich nur so viel, ich habe es schon mal angedeutet, dass YouTube mit Umsetzung ein absolut ernstzunehmender Player werden könnte. Und dass man sich natürlich hier jetzt überlegen muss, als Amazon und Co., wie ich darauf reagiere auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, dass auch Spotify scheinbar in diese Tests involviert ist und dass man hier vielleicht Schnittstellen zu Shopify-Shops entsprechend ermöglichen kann. Vielleicht aber auch, wer weiß,
sehen wir Amazon-Produkte innerhalb von YouTube. Und es gibt ein Erlösmodell zwischen diesen beiden Anbietern, die dann über Provisionen, über Klick, wie auch immer, entsprechend vergütet werden. Und inwieweit dann der Creator da mit involviert sein wird, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall ein Thema, wo man sich mit beschäftigen sollte und wo auch ein Verdrängungswettbewerb durchaus stattfinden könnte. Rund um Amazon ist ja ein komplettes Universum an eigenständigen Händlern entwachsen. Und der Marktplatz von Amazon macht 50% des Gesamtumsatzes, den Amazon macht, mittlerweile aus. Und auch hier bestünde natürlich die Chance, sich weiter zu diversifizieren über entsprechende Kampagnen mit Influencern, mit anderen Unternehmen, hier seine Produkte auf direkterem Wege zu verkaufen, aber auch selbst eigenständig eine Community aufzubauen, was extrem wichtig ist und wäre für Unternehmen, eine aktive Community aufzubauen, unabhängig ob YouTube hier als Shopping-Plattform irgendwann mal zur Verfügung stehen würde. Nein, es geht darum, generell sich natürlich Gedanken zu machen, wenn ich diesen Kanal nutzen möchte, mir eine aktive Community aufzubauen und für den Fall der Fälle dann gewappnet zu sein, ob über den indirekten Weg wie heute oder den direkten Weg später einmal vielleicht, Fragezeichen, auch Umsatz generiert werden könnte. Für Unternehmen allgemein gilt natürlich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Vor allen Dingen könnte das spannend werden, wenn es sich nicht nur um physische Produkte handelt, sondern dass man auch vielleicht Dienstleistungen, digitale Produkte direkt in einem Video anbieten könnte. Also ein sehr spannender Gedanke, auch für jene Unternehmen, die jenseits des klassischen Online-Handels unterwegs sind. Auch das sollte man natürlich immer wieder im Hinterkopf halten und spielt hoffentlich oder spielt sinnvollerweise bei YouTube auch eine entsprechende Rolle in den Überlegungen, ob man sich für eine solche, ich sag mal, Shopping-Plattform öffnen möchte. Wie der Artikel von Bloomberg zumindest vermuten lässt, werden aktuell verschiedene Tests gefahren, dass Creator bestimmte Produkte taggen können. Ich gehe davon aus, dass das so eine Art Affiliate-Programm vielleicht sogar werden könnte, was dann entsprechend mit den Werbeeinnahmen quasi verrechnet werden könnte. Und wo dann der Nutzer quasi über dieses Produkt quasi direkt in den Shop weitergeleitet werden könnte. Wie die Monetarisierung hier für YouTube aussehen könnte, auch da gibt es verschiedene Szenarien, das wäre, glaube ich, zu spekulativ, ob über Provisionsmodelle, über Klicks, über ein Abo-Modell oder wie auch immer. Aber spannend auf jeden Fall ist diese Meldung gewesen und deswegen dachte ich mir, das muss ich mit euch teilen. Also ein Thema, was wir im Auge halten sollten, und mich würde natürlich interessieren, wie seht ihr die Entwicklung? Was wäre, wenn YouTube quasi zur Shopping-Plattform umgebaut werden würde? Wo seht ihr hier Chancen, wo seht ihr Risiken? Teilt es mir doch gerne mal in den Kommentaren mit. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis dahin.